Moin Moin, hier ist der Zap. Und weiter geht's in Secret World Legends mit der blauen Quest Questions and Answers. Da sind wir Kirsten Geary in ihrem Büro treffen. In der letzten Folge hatten wir ja Dämmerung einer endlosen Nacht beendet. Und Beaumont fast das Schwert abgenommen, nachdem wir ihn besiegt hatten, aber Cassie ist uns irgendwie etwas zuvor gekommen. Naja, das bügeln wir vielleicht noch aus, aber jetzt gehen wir erstmal zu Kirsten Geary in ihr Büro. Sie haben meine geteilte Aufmerksamkeit. Oh, hören Sie. Was soll die Flennerei? Sie sind 40 Jahre alt. Es dauert Stunden, bis man an einem Bauchschuss stirbt. Wirklich Stunden. Sehr unangenehm. Ich rufe dann zurück, okay? Okay, ciao, ciao. Ach, neue Rekruten. Keine Nerven für den Außendienst. Gute Bilanz da draußen. Nicht das, was wir erwartet hatten, aber wir haben ganze Abteilungen dafür, Erwartungen anzupassen. Vermutlich werden Köpfe rollen. Was unter dem Fels begraben ist, bleibt auch dort. Das mag kosmisch eine große Nummer sein, aber vergessen Sie es. Sonst folgen Sie Beaumont in den Sicherheitstrakt des Arkham State Hospital. Und wir gehen nicht nach Arkham. Grauenhafte Hygiene dort. Was die Flüchtige betrifft, die kommt nicht weit. Unsere besten Anwerber sind ihr auf der Spur. Das magische Schwert ist zwar ganz hübsch, aber ihr Opportunismus ist unbezahlbar. Und wenn Cassandra nicht mitspielt, benutzen wir Questions and Answers, um das Morning Light-Ding zu durchschauen. Also Win-Win. Wenigstens steht der Status Quo der Fraktion noch so halbwegs. Obwohl ich schon neugierig bin, was die Orochi Group vorhat. Wir haben zwar strikte Wettbewerbsklauseln, jede Menge Bürokratie und Abschreckung, aber sie könnten trotzdem hinter unserem Rücken agieren. Wir machen das schließlich auch. Ach, Sie sind jetzt ein Komplize, rein zufällig. Zusammengefasst, das war gute Arbeit. High five. Wirklich. Wohl nicht wirklich. Gut, peinliche Situation. Das Büro verlassen. Okay, gehen wir wieder raus. Ups, was jetzt? Ah, nicht das schon wieder. Ich liebe es, wenn ein Arbeitgeber mir was über den Kopf zieht und mich in irgendwelche Räume schleift. Genau da sind wir auch gelandet, in irgendwelchen Räumen. Fahrstuhlknopf. Nö, so einfach ist es nicht. Herausfinden, wo sie sind und warum. Gut. Tor. Fahrstuhl. Laptop. Erstmal hinsetzen. So, Frau Brille, guten Tag. Wissen Sie, was das heißt? Nein, tun Sie nicht. Sie haben absolut keine Ahnung, was das heißt. Wir stellen heute Fragen, überspringen aber die Antworten. Wir kennen die Antworten. Miss Geary hat schon mit Ihnen gesprochen, kein Grund zur Wiederholung. Wie sehen Sie Ihre Leistung? Antworten Sie nicht. Ich hab's doch gesagt. Wir wissen Bescheid. Unterm Strich ein Fehlschlag. Zu Ihrem Glück waren das aber alle, was es sehr schwer macht, eine Trennlinie festzulegen. Geary sorgt dafür, dass sie sich gut fühlen und Leistung bringen. Aber wir müssen einfach nur bewerten. Wir sehen Fakten. Die Fakten interessieren uns. Ihre Loyalität interessiert uns. Wir haben Fragen, aber ihre Antworten sind irrelevant. Kurz gesagt, Taten zählen mehr als Worte. Das Schwert ist nicht als einziges Relikt vom Radar verschwunden. Es ist eine Seuche. Okkulte Waffen, alte Technologien, gefährliche Artefakte. Eine alarmierende Menge davon ist in den falschen Händen. Das heißt, nicht in unseren. Die Phönizier stecken mit drin. Außerdem diese Leute. Niemand weiß, was von ihnen zu halten ist. Die laufen unter NN. Und dann ist da die Orochi Group. Wir wissen genau, was wir von denen zu halten haben. Sie sind scheinbar auf unserer Seite, aber das stimmt nicht. Sie sind gefährlich. Sie sind ehrgeizig. Und wie wir haben sie ihre Augen und Ohren überall. Überall.
Ich werde Ihnen genau sagen, was das bedeutet. Es bedeutet, wir sind aufmerksam. Und zwar immer. Bei Ihnen und allen anderen. Q&A bin nicht nur ich. Es ist nicht einmal uns. Sie alle sind es. Wachsamkeit ist wichtig. Wenn Sie diesen Raum nicht mehr sehen wollen, lernen Sie, wachsam zu sein. Lief doch gut. Lief gut. Für keine Antworten ist der Charakter bestens geeignet. Der antwortet eh nicht. Komme ich hier wieder raus. Fahrstuhl, Maschine, Generator, noch ein Fahrstuhl. Wenn ich den Knopf drücke, passiert nichts und die Frau scheint auch Fahrstuhlknopf zu heißen. Sachen an der Wand. Geräte, da sind Knöpfe drin. Wir sehen wirklich aus, als könnte man sie drücken. Da stimmt es auch nichts. Da ist was. Personalakte. Okay, Kandidatenidentifikationsbericht von Aaron Marley. Liste der Akquiseabteilung. Drei Leute, Alexander Amana, Heza M. King und Carlos J. Salazar. Einer hat Geldprobleme, einer hat Alkoholprobleme und der dritte hat Drogenprobleme, die üblichen Probleme. Jede Menge Nummern. Personalakte. Jetzt will der Code von mir haben. Gut. Irgendeine Nummer auf dem Zettel vielleicht. Was anderes gibt es ja in dem ganzen Raum nicht. Steht eine ganz lange Nummer, ID-Nummern, Kontonummern, Geldbeträge. Vielleicht eine ID-Nummer, 405 hatte der erste. Mal ausprobieren. 405, ungültiger Stock. Gut. Andere Nummer vielleicht. 6. Ich glaube, ich mache erstmal einen Screenshot davon und lege mir das auf den zweiten Monitor, dann brauche ich nicht mehr wieder hierher rennen. Screenshot in die Kommentare. So, das habe ich jetzt auf dem zweiten Monitor, seht ihr nicht. Dann kann ich da hier mal jemanden ausprobieren. So. Dann gucke ich hier mal rum. Kommt dann nochmal ein Geld. Oh. Da in den Kommentaren, da steht auch noch was. Jetzt hätte man vielleicht sehen können, da steht direkt Code. Okay, 9101. Danke. Also, bei dem ersten in den Kommentaren zu dem Typen, da steht direkt Code 9101. Das hätte man eher sehen. Da war ich ein bisschen blind. So, das Büro des unter Verdacht stehenden Agenten finden. Die Büros sind aber alle zu. Und da ist eine Tür auf. Tür aufgelassen, damit steht er unter Verdacht. Gotham Tierklinik. Okay, Gotham. Eben war Arkham dann Gotham. Name Kirsten, Spezies Hund. Code Analyse vollständig. Entwurm, Wohnmittel,
Tierarzt. Nachricht von Sysadmin Cassini. Hallo, Sie benutzen Ghost für einen nicht genehmigten Zugriff auf die Workstation eines Kollegen. Zugriffsversuch fortsetzen. Das gibt's anders. Vielleicht ist. Ja. Ach, Q&A wird da halt schon nicht sein. Was? Und der Hund. Das war einfach. Drei neue E-Mails. Erstens Memo, neue Rekrutierung. Achtung, das Management hat eine neue Rekrutierungsaktion gestartet. Es kann also passieren, dass Ihnen im Labyrinth Fremde begegnen. Meist ohne Modebewusstsein und mit dem stupiden Blick von Vieh. Wenn Sie sehen, dass Sie ziellos herumwandern, bringen Sie sie umgehend zu Kirsten Geary oder Charles Zorn. Diese Rekruten mit den leeren Augen und dem offenen Mund sind die Zukunft. Sie sind die Stoßtrupps in unserem Kampf gegen die Finsternis. 2. Erinnern Sie sich an den alten Jim, der in der Cafeteria gearbeitet hat? Und was ist mit Marjorie, die mit dem blöden Lachen aus der Buchhaltung? Nein, Sie erinnern sich nicht. An Folgendes sollten Sie sich aber erinnern. Wenn Ihre Arbeitskollegen nicht zum Dienst erscheinen, melden Sie sie. Wenn sie mehrere Tage nicht erscheinen, vergessen Sie sie. Wir müssen uns treffen. Der Kurierdienst funktioniert noch. Der weiße Wagen wartet in der Nähe der U-Bahn-Station. Steigen Sie ein, dann werden Sie zum Lagerhaus gebracht. Ich habe eine Lieferung aus Ägypten. Okay, den Lieferwagen finden und untersuchen. Kommen wir hier raus. Selben Weg, wie wir reingekommen sind. Ich habe aber keinen Code. Geht auch ohne Code. Okay. Dann erstmal hier raus. Ein weißer Lieferwagen. Da sollten wir nicht ganz so viel rumstehen. Wobei Lieferwagen natürlich schon ziemlich häufig weiß sind. Aber es ist nicht so schwer, wir haben da einen Quest. Sonst kriegen wir diesmal keinen über den Kopf gezogen. Kiste gesteckt, oder? Gesteckt. Vielleicht rüber. Ich wollte das nicht. Ja, genau das wollte ich nicht. Ja, geht doch. Versteckt sein.
daran, die ermordeten Agenten. Hier spricht das Labyrinth. Bitte melden Sie sich bei Light Blue. Light Blue? Gar kein Light mehr. Nicht das. Wachroboter rum. Oh ja, sowas ähnliches wie Roboter. Sah nicht so sehr nach Roboter aus, mehr nach Golem oder so. Ägyptischer Abfertiger. Okay. Den möchte ich mich nicht unbedingt abfertigen lassen. Da ist noch einer. Fertig wird er mal. Das ist nicht so schlimm. Das sieht schlimmer aus als sonst. Da ist ein Typ. Weißen da. Okay, das meinen wir. So, und kommt hier zurückkehren. So erfolgreich getroffen oder tot am Boden. Scheint mir momentan nicht so die Glückssträhne zu sein beim Illuminaten-Geheimdienst hier. Schon ein- und ausschalten probiert? Nein, dann begehen Sie Selbstmord. Ja, ich bin der Sys-Admin. Ich verfolge Sie seit dem unbefugten E-Mail-Zugriff. Strike 1. Ist der Agent tot? Draußen, meine ich? Im System leben seine Fehler ewig, wie Flecken unter Schwarzlicht. Digitale Fingerabdrücke weltweit. Im Ernst, wissen diese Leute nicht, wie Technologie funktioniert? Alles wird gespeichert, nichts kann geleugnet werden. Wir kennen ihr gesamtes Leben, aber nur die Ruhe. Die Details sind mir echt egal. Ihre seltsamen Beschäftigungen sind ihre Sache. Bitte, ich will keinen Augenkontakt. Ich arbeite auch mit Zahlen, Daten. Ich habe ihre Frachtnummern überprüft, was übrigens länger dauert als im Film. Ja, Ägypten. Ich wette, beim Mumienangriff haben sie es sicher kapiert. Punkt für Sie. Sehen Sie sich die Aktivitäten rund um die Wüste an. Die Hälfte davon sind mit Sicherheit nur Tarnung für alle mit zu viel Zeit und Satellitenzugriff. Aber selbst dann bleibt...
Eine Menge. Das Seltsame ist, dass die ägyptische Mafia, das Reich, es mit der Exportkontrolle super genau nimmt, wie unser Händler erfahren musste. Haben Sie noch den Chip? Oh, scheiße. Tja, ich weiß, wo Geary sie jetzt hinschickt. Tja, ich hab kriegt hier einer im Hinterkopf. Das kann mir auch richtig rausgehen. Ich glaube, irgendwann muss ich Frau Geary auch mal einen im Hinterkopf hauen. Sonst hätte sie verdient. Die Männer sind dort keine Frauen. Naja, ist wohl ihr Job, Leute zu. Insgesamt also viel Luft für Verbesserungen. Jetzt sollten Sie gehen, damit ich mit einem unserer kommenden Stars plaudern kann. Ciao, ciao. Den sehe ich bestimmt nicht wieder. Wir müssen ein wenig sparen. Tolle Neuigkeiten. Sie gehen nach Ägypten. Also nur toll, wenn man den Strand ohne Meer mag. Mir ist die Mojave lieber. Hm, der Geruch des Schießstands, Peyote, verscharrte Leichen. Aber genug von meiner Kindheit. Afrika ist seit dem 14. Jahrhundert vor Christus für uns kein Aktionsgebiet mehr. Jetzt sagen unsere Quellen, in der Wüste passiert etwas Großes, das alles verändern kann. New England ist Schnee von gestern. Der Haken ist die Zusammenarbeit mit Venedig. Der Rat hat die ganze Show geleitet, als die Erde noch flach war und sich die Sonne um Europa gedreht hat. Heute sehen sie sich nur als neutrale Beobachter, die sich einem guten altmodischen Ehrenkodex verwehren. Aber bis wir irgendwann ihr langsames Versinken im Meer beschleunigen können, benutzen und missbrauchen wir sie eben. Wir tun ihnen Gefallen, sie gehen gegen die Templer vor. Das dient dem Gemeinwohl. Die moderne Welt hat die Nase voll von großen Schwertern und schlechten Zähnen. Sprechen Sie mit Ihren Gesandten, ganz höflich. Horchen Sie sie aus. Wenn Sie im Dreck wühlen müssen, darf die Orochi Group dabei nicht schmutzig werden. Die haben sich wegen New England ziemlich aufgeregt. Und es heißt, ihre Operation in Ägypten sei gefährdet. Sie werden es auf uns schieben, wenn es hart auf hart kommt. Ich würde Orochi gern sagen, sie können mich. Aber sie wissen ja, sie sind das weltgrößte Medienkonglomerat. Eine Videokonferenz übers Arschlecken einzurichten, würde echt ewig dauern. Ah, mein nächster Termin. Ganz ruhig, sie werden nicht eingespart. Noch nicht. Ciao, ciao. Na cool, ich werde noch nicht eingespart. Gaza, so verbrannt. Das durfte ich bisher nicht. Das ist wahrscheinlich da das Portal. Sollen wir jetzt etwa mit allen Neuankömmlingen Händchen halten? Eine neue Map. Nachdem drei Maps irgendwann verbracht haben. Jetzt so ein bisschen Wüste ja vielleicht mal ganz nett. So, ganz so.
an dieser Stelle werde ich aber dann erstmal eine Pause machen. Geht dann in der nächsten Folge weiter. Ganz viel Neuem in Ägypten. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. YouTube-Knöpfe muss ich euch wohl nicht erklären. Und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Herz ab. Ciao, ciao.